willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Und heute gibt es die allererste Folge Rush Wars, das neue Supercell-Game. In der heutigen Folge werde ich euch zuerst erklären, wie ihr das Game jetzt schon in der Beta downloaden könnt. Und danach gibt es noch ein Gameplay. Ist es besser als Brawl Stars? Wann ist der Release? Was hat es von welchen Supercell-Spielen geerbt? Etc. Ich würde sagen, los geht's! So, Freunde, wir sind in-game in diesem nice neuen Supercell-Game Rush Wars, Freunde. Wie gesagt, werde ich euch jetzt mal zuerst zeigen, wie ihr dieses Game in jedem Land der Welt runterladen könnt. Ihr kennt vielleicht auch schon solche Tutorials von YouTubern. Meins wird sich ein bisschen davon unterscheiden, weil ich noch eine andere Sache dazu bringe, damit das Ganze auch wirklich bei euch funktionieren wird. So, als allerersten Schritt geht ihr mal in die Google Play Store und ladet euch eine VPN-App herunter. Ich hätte dafür Thunderbolt VPN benutzt. Dann wählt ihr einfach einen Kanada-Server aus oder Australien, das geht genauso. Aber ich würde euch Kanada mal empfehlen, das ist meistens nämlich der schnellere Server. Dann befindet ihr euch einfach damit, dann geht ihr mal in die Systemeinstellungen und leert den Cache und löscht die Daten von der Google Play Store. Danach, und das ist eben der Punkt, der wichtig ist und den viele vergessen, dass ihr einfach in die Systemeinstellungen geht, dort zur Security, Sicherheit, das heißt immer unterschiedlich halt, von Device zu Device, dann geht ihr dort rein in diese Einstellung, bei mir hieß es zum Beispiel Security und biometrische Daten, dann geht ihr da rein und dann findet ihr einen Punkt, der heißt zum Beispiel Standortfreigabe für Apps und den müsst ihr deaktivieren, weil sonst nimmt sich der Google Play Store einfach die Standortdaten davon, also vom GPS, aber nicht vom VPN. So, als nächsten Schritt macht euch einen neuen Google-Account und löscht dann noch einmal die Daten vom Google Play Store, den Cache, löscht ihr auch noch einmal und dann solltet ihr in die Google Play Store gehen, euch mit diesem neuen Account anmelden und dann solltet ihr euch dieses nice neue Supercell-Game runterladen können, Freunde. Aber jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem weiteren Video. Auf allen Apple-Geräten könnt ihr Rush Wars natürlich auch schon vorab spielen. Dafür müsst ihr einfach auf apple.com eine kanadische Apple-ID erstellen und euch damit im App Store anmelden. Aber jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. So, Freunde, aber jetzt kommen wir zu diesem Game und meiner Meinung dazu. Also es ist schon sehr nah an den vielen anderen Supercell-Spielen mit zum Beispiel Boom Beach, Clash of Clans, aber auch Clash Royale, weil zum Beispiel in der Goldmine, zeige ich euch mal, ihr könnt ihr solche Sachen platzieren und seht, das ist halt wirklich so oder genau das Platzierungssystem, wie wir es aus Clash Royale können. Ich gehe da einfach mal wieder raus. Save and go home. Das ist alles noch Englisch, weil sie noch kein deutsche Sprache hier geedit haben. Es gibt genauso wie bei allen Supercell-Games hier auch einen Clan. Schaut mir jetzt auch hier eher wie Clash Royale aus, was eigentlich ziemlich interessant ist, da die Beta von Brawl Stars am Anfang auch sehr ähnlich zu Clash Royale ausgeschaut hat, auch von den ganzen Buttons. Wenn wir da nicht irgendwo halt drauf gehen, hier zum Beispiel, da gibt es auch dieses X und so, das ist halt alles so wirklich so ein Clash Royale-Style, ne? Aber dann ist ja auch einiges von Clash of Clans, finde ich. Es gibt hier erstens einmal solche Rathäuser, die aber auch ein bisschen sind wie die Arenen in Clash Royale, weil man kann halt hier so Arenen, also Rathäuser aufsteigen und dann kommt man auch, also kann man auch neue solche Karten hier und neue Figuren und neue Gebäude hier freischalten und diesen Chopper oder Helikopter hier upgraden und damit mehr Truppen in den Kampf mitnehmen können und noch mehr Truppen in die Goldmine geben. Da gibt es ja auch so ein Game, das heißt irgendwas mit Thieves, glaube ich, House of Thieves, keine Ahnung, sowas in der Art. Da kann man halt auch so eine Base bauen und andere Bases von anderen Spielern angreifen und so ähnlich ist das Ganze jetzt auch hier. Wir haben hier mal die eigene Base, wo man auch solche Dekorationssachen hier entfernen kann. Ein kleiner Tipp von mir dazu ist einfach, dass ihr diese ganzen roten Dinger hier entfernt, weil das Problem ist, dass wenn Enemies drankommen, explodieren die und machen eure eigenen Truppen kaputt, aber nicht die von den Gegnern. Also das hier kommt mal direkt weg. Die spawnen nämlich teilweise leider wieder neu. Alle 24 Stunden gibt es, glaube ich, auch ein neues Layout, soweit ich das hier verstanden habe. So, save and go home. Und es gibt auch Clankrieg, was ich auf jeden Fall ganz cool finde. Ganz kurz noch was zum neuen zum neuen Brawl Stars Update. Weil da haben mich auch schon viele gefragt, was halte ich vom neuen Brawl Stars Update. Was soll ich sagen? Also ich finde den neuen Brawler 8-Bit ist ein bisschen so ein Cold. Die neuen Skins feiere ich, aber das, ja, hätte mir ein bisschen mehr erwartet eigentlich. So, aber jetzt würde ich sagen, machen wir direkt mal einen Kampf in Rush Wars, Freunde. Man kann hier einfach so Truppen ausbilden. Das erinnert mich ein bisschen so an Clash of Clans. Mit dem Unterschied aber, dass die Truppen sofort fertig sind. Man wählt sie quasi nur aus. Gut, welche Truppen nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Panzer, weil die sind ziemlich gut, haben viele Leben. Die können wir mal so als Vorgefährt, sage ich jetzt mal, so als Belagerungsmaschine quasi verwenden.
Fun Effekt, Belagerungsmaschinen können ja auch easy Mauern zerstören und so. Das, der Tank ist das einzige Fahrzeug, ich weiß, in diesem Spiel, das auch alle Mauern und so einfach zerstören kann. So, hinterher nehme ich jetzt sagen mal einen Bazooka. Die sind auf jeden Fall ziemlich nice, haben wenig Leben, machen aber viel Schaden auf hoher Range. Ist so eine Art Brock, um jetzt mal in Brawl Stars zu sprechen. Nehmen wir gleich zwei, nehmen wir noch so einen fetten Typi da. Und dann noch so, das ist eine Art Dynamic. Okay. Jetzt brauchen wir noch so eine Art Zauber. Was nehmen wir dazu? Es gibt hier Wut, das ist mal dieser Wutzauberchen der Art. Und das hier ist einfach so eine Art Feuerball. Oder halt Arcade heißt das hier. Und gut, ich würde sagen, wir machen direkt mal einen schönen Angriff. Nice, ich habe gerade gar kein Gold, ich würde sagen, trotzdem, den einen Juwel, den kann man ja mal ausgeben. So, und jetzt fliegen wir mit dem Chopper hier in die Base von einem gegnerischen Spieler. Jetzt kommt schon der erste Punkt, den ich etwas schade finde. Und zwar, man kann hier schon mal so einfach so die, seine Truppen so aufstellen und dann sagen, so wie man sie haben möchte. Nur das Problem ist einfach, dass man zu wenig taktisch spielen kann, finde ich im Moment. Weil die Truppen durch diese engen Wege tun sich dann einfach zusammen und am Schluss sind sie dann eh irgendwie komplett anders, als man sie aufgestellt hat. Und da fände ich es einfach besser, wenn die Wege entweder breiter wären und die Truppen einfach genauso bleiben, wie man sie auch aufgestellt hat oder ähnlich bleiben, sag ich jetzt mal. Weil das finde ich dann ein bisschen schade. Okay, wir bauen dahinter so einen fetten Typi. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Dann die Werferin. Und hier noch so versetzt ein Bazooka. Und hier auch noch, weil wir müssen schauen, dass wir nicht von dieser von diesem Minenwerfer hier getroffen werden. Keine Ahnung, wie der jetzt hier heißt. Und damit können wir schon die Spezialfähigkeit werfen, würde ich sagen. Wohin könnten wir die werfen? Ich werfe es einfach mal hierher. Und damit geht auch schon mal direkt los, by the way, wenn ihr Truppen behält und noch nicht gleich benutzt, dann könnt ihr damit auch die Time ein bisschen freezen, das ist auch ganz nice teilweise, damit ihr euch besser überlegen könnt, wie ihr es setzen könnt, weil es ist halt kein so Multiplayer-Spiel, ne? Es ist halt kein Player versus Player, sondern halt Player versus Space. So, ja, gewinnen wir das? Ich denke schon. Ich denke, dass wir uns auch den anderen Tower noch holen werden, weil der Tank schafft das auf jeden Fall. Ja, das wird auf jeden Fall ein schöner Win werden. Es gibt ja auch Schlüssel. Und mit diesen Schlüssel könnt ihr dann Truhen öffnen, die ihr bei solchen Kämpfen bekommt. Die Schlüssel laden immer wieder nach. Ist ein bisschen schade, finde ich, weil wenn man einfach mehr spielt, dann kriegt man nur noch ein bisschen ganz wenig Trophäen dazu. Ich meine halt Sterne in dem Fall. Und ein bisschen so Erfahrungspunkte, aber halt wirklich nicht keine Truhen mehr. Ist etwas schade, finde ich. Aber so. Kriegen wir jetzt eine Box? Ja, wir kriegen eine Box. Okay. Oh, shit. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gezeugt, aber noch keine epische Box gefunden. Einfach zu krass, dass wir gerade hier beim Aufnehmen bekommen. Alter Schwede. Okay. Okay, Freunde. Ich hoffe, wir ziehen was Gutes draus. Okay. Oh mein Gott. 8 verbleibende Gegenstände. Weil über die Truhen öffnen sich so automatisch. Ich drücke hier nichts. Okay. Bisschen was. Ja, nice, die können wir verbessern, das ist auf jeden Fall nice. Irgendwas für die Kanone, die können auch noch verbessern. Minen, als ob wir viele schon verbessern können. Ja, Mann, Bazooka Level 3. Oh, shit. Ist der neue epische? Ich glaube, das ist eine epische. Und nochmal was für Tank. Nice, Freunde, auf jeden Fall richtig nice. So, dann graden wir es gleich mal ab, würde ich sagen. So, wie viel Gold habe ich denn? 200, das ist nicht so nice viel. Oh mein Gott, was kann diese epische Preview gleich mal anschauen, was sie kann. Okay, also sie geht hin zu dieser ganzen, diesem ganzen Squad hier. Sie schießt durch. Das erinnert mich ein bisschen an Magic Orche. Oder Arche. Orche. So, okay. Also sie ist, oh Gott, die hat alles hier weggefickt. Alles. Die ist ja richtig gut. Okay, ich würde sagen, Bazooka gleich mal ableveln. Nice. So. Ich habe 77 Jubis, das heißt, wir können die auch noch gleich ableveln. Es kostet uns nur ein Juwel, das finde ich ganz gut, dass Gold hier ein bisschen billiger ist. Alter, das ist echt nice. Und den Tank auch noch ableveln, Freunde. Wir haben also mal jede Menge neue Truppen bekommen. Ich würde sagen, wir bauen mal direkt mal die Goldmine um und schauen, was wir da aufstellen können. Mal direkt weg mit dem Ding hier. Okay, was könnten wir aufstellen? Ich würde sagen, hier könnten wir es fast sogar so lassen. Der Geschützturm, ja, der braucht sogar noch mehr. Achso, den haben wir hier aufgestellt, das ist so, okay. Ja, mal schauen, wie wir das machen könnten. Ich würde sagen, wir stellen hier mal einfach diese neue Figur hin. Das probiere ich einfach mal, die konnten nämlich ziemlich gut sein eigentlich. Okay, save and go home. Und jetzt folgt noch ein kleiner Kampf zum Schluss, würde ich sagen, damit wir mal diese neuen Figuren hier testen. Okay, also einen Tank auf jeden Fall. Warte, wie viel braucht die?
Die braucht gleich zwei Plätze, verstehe. Okay. Das macht sich, glaube ich, wieder ein bisschen schlechter. Aber trotzdem nice. Ja, ich würde sagen, wir machen noch einen Bonbon. Dann noch, oder nee? Jetzt haben wir Bazooka Level 3. Teilen wir es auf, weil die Bomber können über Wände schießen, der Bazooka kann durchschießen. Ist beides gut. Wut oder Arcade. Ich würde sagen, einfach mal Wut. Attack, ja, wir haben keine Keys mehr. Ist jetzt egal, Attack anyway. Ja. Das letzte Stückchen Gold haben wir auch noch rausgegeben für die Upgrades, aber egal. Die Map schaut schon mal ein bisschen anders aus. Also die ist größer tatsächlich. Aha, okay. Vielleicht, weil wir jetzt einfach schon bessere Truppen haben, wird die Map auch besser. Ja, der Panzer kann hier direkt durch die Wand durchfahren, also baue ich den hier einfach mal. Diesen Typ hier baue ich auch mal direkt auf. Bazooka weiter ein bisschen hinten, die mache ich so. Und Start, Freunde, let's go. Okay, die Truppen gehen so ein bisschen vorwärts. Die Grafik erinnert mich sehr an die Beta von Brawl Stars, ehrlich gesagt. Die waren nämlich sehr ähnlich, also wir machen direkt mal Wut, damit wir das Ding so schnell wie möglich wegkriegen. Das erinnert mich für vieles an die Beta von Brawl Stars, lol. Es ist, ich hätte mir nicht gedacht. Es fehlt mir nicht so ein bisschen Taktik. Ich fände es nice, wie man zum Beispiel den Weg der Truppen so vorzeichnen könnte oder so. Okay, als ob, wie viel Schaden diese Figur macht. Als ob, One-Shot, die einfach mal weg. Als ob er die One-Shot weggemacht hat. Lol, 2 Sterne, Freunde, Sieg. Easy. Nice Truppen, nice. Es gibt inzwischen schon 43 insgesamt Truppen und Gebäude. Funny Fact, genauso viele gab es auch bei Clash Royale in der ersten Beta. Ja, nice. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr dieses Game auch schon zockt, ob ihr mehr Gameplays und so von diesem Spiel sehen wollt. Es ist, finde ich, einfach zu krass. Ihr könnt auch gerne in diesen Club hier joinen. Das ist auf jeden Fall ein nicer Club, Freunde. Er hat doch einen relativ hohen Teamscore. Also wenn wieder ein Platz frei wird, im Moment ist er ja voll, dann könnt ihr gerne beitreten. Ich bin im Moment noch ein bisschen worse hier am Start, aber ich finde, ich habe trotzdem schon relativ gute Truppen hier, denke ich mal zumindest. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch bei euch auch funktioniert, der Download und das Installen von diesem nicen Game. Freundeslinks gibt es im Moment, glaube ich, noch gar nicht, aber das kommt. Ich halte auch auf dem Laufenden mit diesem Game. Es ist zu nice, Freunde. Einfach ein neues Supercell-Spiel. Zum Schluss noch, wie lange dauert es noch, bis das Spiel einfach zum Global Release kommt? Ich muss ehrlich sagen, im Moment wirkt das Ganze noch nicht ganz so ausgereift. Wie gesagt, Brawl Stars hat am Anfang auch ein bisschen mehr gewirkt wie Clash Royale als wie ein eigenständiges Spiel. Und hier ist das in dem Fall auch noch ein bisschen so. Auch von der Grafik her. Also ich denke, 2 Jahre werden schon drin sein. Vielleicht sogar noch ein 3. Jahr. Wir werden es dann sehen. Die Termine würde ich mal nicht so ernst nehmen, weil es hieß ja auch dann bei Brawl Stars, nächstes Jahr kommt's, übernächstes Jahr kommt's, hat sich ein bisschen rausgezögert und auch mit den Monaten, denn also, ich würde einfach schauen, es kommt, wann es kommt, vielleicht kriegen wir irgendwann neue Leaks oder so, wann es kommen könnte, bei Brawl Stars haben die leider alle nicht gestimmt. Ja, ich würde sagen, tschüss, Freunde!